Diese Kurve haben Sie sicher schon mal gesehen. Das ist bis auf einen Vorfaktor die Dichte der Standardnormalverteilung, die in der Stochastik sehr wichtig ist. Man nennt sie auch gaußsche Glockenkurve oder manchmal einfach Gauss-Funktion. Was Sie vielleicht auch schon mal gehört haben, ist der Satz, dass diese Funktion, die da dargestellt wird, nicht integrierbar ist. Ich denke aber, dass den meisten Leuten gar nicht so richtig klar ist, was mit diesem Satz eigentlich gemeint ist. Sogar die meisten Mathestudenten werden vielleicht wissen, was gemeint ist, aber haben im Allgemeinen, nehme ich an, keine Idee davon, woran das eigentlich liegt und mit welchen Mitteln man sowas denn beweisen könnte, wenn sie nicht gerade eine entsprechende Spezialvorlesung gehört haben. Das ist dann auch das Thema dieses Videos, warum man manche Funktionen nicht integrieren kann, diese zum Beispiel, was das überhaupt bedeutet, dass man solche Funktionen nicht integrieren kann. Und wie man sowas denn eventuell überhaupt beweisen könnte. Zunächst mal zur Klärung des Begriffs nicht integrieren. Das ist natürlich so, wie es formuliert ist, nicht richtig. Wir kennen ja den Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung und der besagt, wenn ich eine Funktion klein f habe auf einem Intervall und die stetig ist, dann kann man die integrieren und dann kommt eine andere Funktion raus, so wie das hier steht. Die nennt man dann Groß F und diese andere Funktion hat die Eigenschaft, dass sie differenzierbar ist und dass ihre Ableitung wieder klein f ist. Man sagt dann auch, Groß F ist eine Stammfunktion von klein f. Und das ist natürlich gemeint mit integrieren. Also natürlich kann man die Funktion auf der Seite vorher, die Gauss-Funktion, integrieren, in dem Sinne, wie das hier steht. Kann man sich auch ganz schön grafisch vorstellen. Das, was die Funktion Groß F macht, ist einfach das Berechnen der Fläche unter der Kurve. Also Groß F von x ist die Fläche zwischen a und x. Also wenn das doch geht, was ist denn damit gemeint, dass das nicht integrierbar ist? Ich will die Frage zunächst nicht direkt beantworten, sondern um die Problematik besser klarzumachen, mit einer Analogie anfangen. Vielleicht haben Sie ja sich die Weihnachtsvorlesung aus dem letzten Jahr angehört. Da gab es auch einen Teil, das Video ist hier abgebildet, in dem es um Gleichungen ging, die nicht lösbar sind. Oder vielleicht haben Sie auch im anderen Zusammenhang schon davon gehört. Und da taucht ein bestimmtes Muster auf, was auch bei dem Problem hier, bei den nicht integrierbaren Funktionen wieder auftaucht. Ich will dieses Muster kurz mal skizzieren und dann wollen wir mal parallel an dem Problem der nicht lösbaren Gleichung und der nicht integrierbaren Funktionen sehen, dass das Muster tatsächlich in beiden Fällen dasselbe ist. Dieses Muster, das ich meine, sieht so aus. Es gibt eine bestimmte mathematische Operation, die sehr einfach ist. Das könnte zum Beispiel das Ausrechnen von Funktionswerten von Polynomen sein. Wenn man diese Operation aber umkehrt, wenn man sozusagen das Gegenteil davon macht, zum Beispiel von den Funktionswerten wieder zurückschließen auf die Argumente, die zu diesen Funktionswerten führen, dann stellt sich das auf einmal als sehr schwierig heraus. Aber, und das ist auch interessant und in beiden Fällen so, es gibt dann einen Satz, der besagt, dass das eigentlich gehen muss. Das ist zum Beispiel der, den wir auf der letzten Folie gesehen haben. Wenn man also behauptet, dass das, was unter Punkt 2 steht, nicht geht, dann muss man sehr präzise sagen, was man da eigentlich ganz genau machen will, denn erst wenn man es präzise formuliert hat, kann man auch mathematisch beweisen, dass das nicht geht. Und wenn man es dann präzise formuliert hat und versucht, das zu beweisen, dann stellt sich raus, und das wird auch in beiden Beispielen so sein, dass die Fragestellung eine algebraische ist, obwohl das in beiden Fällen zunächst mal gar nicht so ausgesehen hat. Und wenn man dann sich eingehend mit der Materie beschäftigt hat und sieht, dass das, was man da machen will, tatsächlich nicht möglich ist, dann stellt sich die Aussage des Punktes 3 auch in etwas anderem Licht dar. Das bedeutet nämlich, das, was wir da machen wollen, ist zwar möglich, aber nur näherungsweise. So, jetzt mal Butter bei die Fische. Wir schauen uns das jetzt wirklich mal konkret an. In der linken Spalte in grün das Beispiel aus der letzten Weihnachtsvorlesung, das Lösen von Gleichungen und rechts zum Vergleich in blau das, worum es heute gehen soll. Und wir gehen mal die Punkte von der letzten Folie jetzt wirklich anhand dieser konkreten Beispiele durch. Wir haben also links ein Polynom, das habe ich p von x genannt, x hoch 5 minus x plus 1. Und rechts haben wir eine stetige Funktion f, in diesem Fall der Sinus von x Quadrat. Ich hatte gesagt, zuerst gibt es eine ganz einfache mathematische Operation. In der linken Spalte ist das das Einsetzen einer Zahl in das Polynom.
und das Ausrechnen des entsprechenden Funktionswertes. Das ist natürlich ein rein mechanischer, ganz einfacher Vorgang. Dafür können Sie einen Computer programmieren. Das ist völlig unproblematisch. Auf der rechten Seite geht es darum, die vorgegebene Funktion zu differenzieren. Auch das ist, das habe ich in verschiedenen Videos schon erwähnt, seit Leibniz ein ganz einfacher mechanischer Vorgang. Auch das können Sie ganz simpel programmieren und ein Computer kann das für Sie ohne Probleme durchführen. Jetzt kommen wir zu der Umkehrung, die schwierig ist. Die Umkehrung bei Polynomen würde bedeuten, ich gebe vor, was rauskommen soll und möchte wissen, was ich einsetzen muss, damit das rauskommen soll. Zum Beispiel, wenn ich sage, 0 soll rauskommen, dann heißt das mit anderen Worten, ich will 0 Stellen finden. Bei dem heutigen Problem, also auf der rechten Seite des Vergleichs, geht es darum, dass ich in diesem Fall die Ableitung vorgebe. Also ich sage, f soll meine Ableitung sein. Welche Funktion muss ich denn ableiten, damit das rauskommt? Das ist in diesem Fall die Umkehrung. Und das ist das, was man gemeinhin eine Stammfunktion nennt. Beides ist schwierig auf eine bestimmte Art und beides hat relativ lange die Mathematiker beschäftigt. Wobei das auf der linken Seite die Mathematiker noch wesentlich länger beschäftigt hat, weil das, was auf der rechten Seite gemacht wird, das Differenzieren, eine vergleichsweise mathematikgeschichtlich gesehen neue Sache ist. Die gibt es ja erst seit Newton und Leibniz. Dann hatte ich als nächstes gesagt, es gibt in beiden Fällen einen Satz, der sagt, das muss aber gehen. Auf der linken Seite ist das der sogenannte Fundamentalsatz der Algebra, der sagt, da findet man eine Nullstelle. Auf der rechten Seite ist das der Fundamentalsatz der Analysis, auch ein Fundamentalsatz. Er wird auch manchmal, siehe vorletzte Folie, Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung genannt. Dieser Satz besagt, es gibt eine Stammfunktion. Also in beiden Fällen haben wir es mit einem Existenzsatz zu tun, der sagt, das, was du da suchst, das gibt es. Aber diese Existenzsätze sind nicht konstruktiv, das heißt, sie sagen uns nicht, wie man diese Lösung findet. Was man auch sehen kann bei beiden Problemen, das hatte ich vorhin schon mal kurz angesprochen, das sieht auf den ersten Blick, trotz des Namens Fundamentalsatz der Algebra, der eher historische Gründe hat, nicht nach einem algebraischen Problem aus. Links geht es um konkrete Zahlen, wie sich herausstellt, um die komplexen Zahlen. Und tatsächlich wird der Fundamentalsatz der Algebra trotz seines Namens mit, heute würde man sagen, hauptsächlich topologischen Argumenten bewiesen. Auf der rechten Seite geht es, wie der Name schon sagt, um analytische Fragen, also um Grenzwerte. Alles, was mit Ableiten und Integrieren zusammenhängt, ist aus dem Bereich der Analysis, der Differential- und Integralrechnung oder, wie man früher gesagt hat, Infinitesimalrechnung. Nun kommen wir zur Präzisierung. Das war der nächste Punkt auf der vorherigen Folie. Ich muss erstmal genau sagen, was ich eigentlich will. Auf der linken Seite ist die Ansage, ich will nicht einfach nur wissen, dass es eine Lösung gibt, sondern ich möchte eine Formel haben, mit der ich diese Lösung hinschreiben kann. Und zwar so, dass in dieser Formel nur die Grundrechenarten und Wurzeln vorkommen und ich in diese Formel einfach nur die Koeffizienten des Polynoms einsetzen muss. Das ist das, was man eine Lösung durch Radikale nennt. Auf der rechten Seite werden wir noch sehen, was wir wollen ist, wir wollen die Stammfunktion, die es ja geben muss, hinschreiben können als eine sogenannte elementare Funktion. Wir wissen jetzt noch nicht, was das ist, aber wir werden es gleich lernen. Und wenn man das dann näher untersucht, dann stellt man in beiden Fällen fest, dass es dann doch eigentlich eine algebraische Frage ist. Der Bereich der Algebra, der sich mit dem Problem auf der linken Seite beschäftigt, ist die Galois-Theorie. Und der Bereich der Algebra, der nicht so bekannt ist, der sich mit dem Problem auf der rechten Seite beschäftigt, ist die sogenannte differenzielle Algebra. Darum geht es im Wesentlichen in dem Video heute. Und wenn man das dann genau formuliert hat, dann kann man auch beweisen, dass das, was man da gerne hätte, nicht geht. Und da gibt es zwei ganz wesentliche Sätze. Auf der linken Seite ist das der Satz von Abel Ruffini aus dem Jahr 1824. Links unten ist Abel abgebildet. Und auf der rechten Seite ist das, gerade 10 Jahre später, der Satz von Liouville, rechts unten ist Liouville abgebildet. Beide Sätze besagen, dass das Problem, um das es da geht, Lösung durch Radikale bzw. Lösung durch elementare Funktionen, in bestimmten Fällen nicht machbar ist. Und schließlich noch zum letzten Punkt der letzten Folie. Es gibt in beiden Fällen numerische Näherungsverfahren, mit denen man das Problem lösen kann. Links wäre das zum Beispiel das Newton-Verfahren. Es gibt viele Möglichkeiten, Nullstellen zu approximieren. Rechts wäre das eins von vielen Verfahren zur numerischen Quadratur, mit denen man die Formel annähern kann.
In beiden Fällen ist das aber nicht das, was man ursprünglich haben wollte. Was man ursprünglich haben wollte, war eine Möglichkeit, die Lösung auf eine bestimmte Art und Weise exakt anzugeben. Wir suchen also nach einer Möglichkeit, die Stammfunktion, zum Beispiel von der Gauss-Kurve, durch eine elementare Funktion darzustellen. Und darum müssen wir erstmal darüber reden, was man unter elementare Funktion versteht. Ganz, ganz grob gesagt, in erster Näherung alles, was man so hinschreiben kann. Ich habe hier mal einen ganzen Haufen von Funktionen hingeschrieben, mit denen man so im mathematischen Alltag konfrontiert wird. Alle Funktionen, die hier stehen, würde man elementare Funktionen nennen. Wenn Sie nun in einem Buch nachschauen oder auf Wikipedia, dann werden Sie sehen, dass Sie da unterschiedliche Definitionen dafür finden, was genau eine elementare Funktion ist. Das ist kein mathematisch standardisierter Begriff, aber ungefähr werden Sie immer dasselbe finden. Das sieht in etwa so aus. Sie fangen mit einer Variable an, nennen wir sie mal x, und Sie dürfen auch alle möglichen Zahlen dazu nehmen. Das sind die Konstanten, also 5 oder Pi oder 3/2. Und dann dürfen Sie auf diese Variable und ihre Konstanten loslassen, die vier Grundrechenarten, potenzieren, Wurzel ziehen, Exponentialfunktionen, Logarithmen, trigonometrische Funktionen und die Umkehrfunktion der trigonometrischen Funktionen. Und das dürfen Sie so oft, wie Sie wollen, machen, allerdings nur endlich oft. Wir schauen uns gleich noch Beispiele an. Vorher möchte ich aber vielleicht die Frage beantworten, warum gerade diese Funktionen? Das kann man gar nicht so genau beantworten, jedenfalls nicht mathematisch. Es gibt keine mathematische Begründung dafür. Die Begründung ist eigentlich historischer Art. Wenn man nur die Funktionen oben nehmen würde, die vier Grundrechenarten, das Potenzieren und das Ziehen von Wurzeln, dann könnte man diese Auswahl durchaus mathematisch begründen, nämlich algebraisch. Wenn man aber dann die anderen Funktionen noch dazu nimmt, dann hat man auf einmal Funktionen dabei, die sich mathematisch-analytisch nur über Grenzwerte definieren lassen. Und dann ist die Frage, warum nimmt man nicht einfach noch mehr Funktionen dazu, die sich auch über Grenzwerte definieren lassen? Dass man das nicht macht, dass man nur diese Funktionen nimmt, liegt daran, dass die schon so lange dabei sind, ganz platt gesagt. Die trigonometrischen Funktionen, auch wenn sie früher anders hießen, gibt es schon seit Ewigkeiten im Gebrauch. Und auch die Exponentialfunktionen und die Logarithmen sind vergleichsweise sehr alt und ständig im Gebrauch. Also, die elementaren Funktionen sind einfach die Funktionen, die immer wieder auftauchen und man würde gern in der Lage sein, mit diesen Funktionen Stammfunktionen darzustellen. Zunächst aber mal ein Beispiel, wie man diese Regeln, die hier stehen, anwenden könnte. 5x ist zum Beispiel eine elementare Funktion, denn nach den Regeln da oben habe ich mir eine Variable genommen und habe eine konstante Zahl, nämlich 5, genommen und habe die multipliziert. Das ist ja eine der vier Grundrechenarten, also habe ich eine elementare Funktion. Wenn ich Pi addiere, dann habe ich mir eine weitere Konstante genommen und eine weitere Grundrechenart, nämlich Plus, angewendet. Also ist das, was da steht, 5x plus Pi, immer noch eine elementare Funktion. Jetzt nehme ich mir die Variable nochmal, potenziere, multipliziere mit einer Konstanten, addiere das zu dem, was ich schon habe, habe ich wieder eine elementare Funktion. Und Sie sehen, das, was da jetzt steht, ist das, was man ein Polynom nimmt. Also was schon mal klar ist, mit Hilfe der Regeln, die da stehen, kann ich alle Polynome zusammenbauen, die es so gibt. Und weil ich auch dividieren darf, darf ich auch Brüche bilden, in denen in Zähler und Nenner Polynome stehen. Darum habe ich auch alle sogenannten rationalen Funktionen. Rationale Funktionen sind welche, bei denen in Zähler und Nenner Polynome stehen. Aber ich muss hier nicht aufhören. Ich dürfte jetzt zum Beispiel auch eine von den trigonometrischen Funktionen anwenden und den Sinus von dieser rationalen Funktion nehmen. Das wäre auch eine elementare Funktion. Oder noch ein anderes Beispiel. Ich fange wieder mit x an, dann potenziere ich, habe ich x Quadrat, dann wende ich darauf den Arcus Cosinus an, dann wende ich darauf den Zweierlogarithmus an, warum nicht? Ich nehme eine Exponentialfunktion, 3 hoch x, die beiden subtrahiere ich, das ist auch eine Grundrechenart. Wenn ich schon mal dabei bin, nehme ich davon noch die siebte Wurzel. Das, was hier steht, wäre auch eine elementare Funktion. Und weil das, was wir vorhin hatten, auch eine war, kann ich die beiden addieren, habe ich immer noch eine elementare Funktion. Sie sehen, das kann beliebig kompliziert werden. Und der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. All das, was man so zusammenbauen kann, würde man immer noch als elementare Funktion bezeichnen, egal wie kompliziert das aussieht, und würde es akzeptieren als Stammfunktion, zum Beispiel von der Gauss-Kurve, wenn das denn möglich ist. Aber wir werden sehen, dass es nicht geht. Das, was wir hier gesehen haben, könnte man zwar als Definition nehmen. Es stellt sich aber heraus, dass es besser ist, eine etwas andere, noch präzisere und insbesondere schlankere Definition zu nehmen.
Das ist die, die ich hier vorführen möchte. Das ist die Definition des Begriffs elementare Funktion, von der wir in Zukunft ausgehen wollen. Die funktioniert folgendermaßen. Erstens, wir legen von vornherein fest, dass wir Funktionen von C nach C, also komplexe Funktionen, betrachten. Das klingt auf den ersten Blick so, als würden wir die Sache dadurch unnötig kompliziert machen, weil wir zum Beispiel für die Gauss-Kurve ja gar keine komplexen Zahlen brauchen. Es ist aber wie so häufig so, dass durch die Hinzunahme der komplexen Funktionen die Sache eigentlich einfacher wird. Wir werden gleich sehen, wieso. Die Regel dafür, wie man elementare Funktionen baut, ist nun eine rekursive. Es gibt einen Rekursionsanfang. Die ganz einfachsten elementaren Funktionen sind die konstanten Funktionen, sowas wie x wird abgebildet auf 42 oder x wird abgebildet auf Pi. Und die Identität, x wird abgebildet auf x. Die sind nach Definition elementar. Und jetzt folgt eine Reihe von Regeln. Wenn ich schon elementare Funktionen habe, wie kann ich mir dann noch weitere bauen? Erste Regel, so wie auf der Folie vorher. Summen, Differenzen, Produkte und Quotienten von elementaren Funktionen sind wieder elementar. Das ist also die Anwendung der vier Grundrechenarten wieder. Zweite Regel, wenn ich eine elementare Funktion habe, nennen wir sie mal f, dann ist auch der Logarithmus dieser Funktion und e hoch diese Funktion jeweils eine elementare Funktion. Und die letzte Regel, die klingt ein bisschen komplizierter, wir werden aber gleich am Beispiel sehen, dass sie das gar nicht ist. Wenn ich ein Polynom in y habe, dessen Koeffizienten selbst elementare Funktionen sind, dann sind alle Lösungen der Polynomgleichung f von y gleich 0 ebenfalls nach Definition elementare Funktionen. Das ist schon alles. Damit hat man alles, was man braucht, um den Begriff elementare Funktionen sauber zu definieren. Die einzige Sache, auf die ich nur in einer Fußnote hinweisen möchte, ist im Detail, das gilt auch für die Folie vorher, muss man natürlich auf die Definitionsbereiche achten. Ist die Funktion überhaupt definiert? Teilt man nicht durch 0 und so weiter? Nebenbei gesagt, da der Logarithmus eine Rolle spielt und wir über komplexe Zahlen reden, muss man auch über Mehrwertigkeit nachdenken. Das kann man aber immer in den Griff bekommen, wenn man beim Definitionsbereich aufpasst. Das werden wir aber in diesem Video nicht machen, weil es uns nur um die prinzipielle Frage geht, ob das überhaupt möglich ist. Wir wollen jetzt die Regeln von der letzten Folie mal anwenden, um zu sehen, was man für elementare Funktionen sich damit zusammenbauen kann. Wir werden sehen, dass wir wieder bei den gleichen Funktionen wie vorher landen, dass wir jetzt aber eine, wie gesagt, schlankere Definition haben. Zunächst mal kann ich wieder alle Polynome mir zusammenbauen, weil ich ja anfange mit den konstanten Funktionen und der Identität. Und dann kann ich die Grundrechenarten anwenden und dann habe ich wieder ein Polynom. Hier habe ich zum Beispiel einmal die konstante Funktion x wird auf pi abgebildet. Dann habe ich die konstante Funktion x wird auf i abgebildet und die Identität x. Die beiden letztgenannten multipliziere ich und die vorhergenannte addiere ich dazu, dann habe ich schon ix plus pi. Und so mache ich weiter, um das da vorne auch noch zu bekommen und so kann ich mir halt alle Polynome zusammenbauen. Im nächsten Schritt, genau wie vorher, darf ich auch dividieren. Das heißt, auch alle rationalen Funktionen, alle Quotienten von Polynomen kann ich mir zusammenbasteln. Die sind also nach dieser Definition auch elementar. Dieses hier ist vielleicht auf den ersten Blick nicht klar. So eine Funktion wie dritte Wurzel aus x² minus 1 ist auch elementar. Das wäre vielleicht eine gute Gelegenheit, jetzt mal das Video anzuhalten und zu überlegen, wieso das denn elementar sein sollte. Welche der Regeln von der letzten Folie sagt mir, dass diese Funktion elementar ist? Das ist die komische Regel mit den Polynomgleichungen. Das Polynom, um das es hier geht, groß f, ist das Polynom y hoch 3 plus, ich habe es extra in Klammern geschrieben, minus x² plus 1. Das ist ein Polynom dritten Grades in y. Dazu gehören insgesamt vier Koeffizienten. Der Koeffizient 1 vor y hoch 3, der Koeffizient 0 vor y² und y und der Koeffizient minus x² plus 1 vor y hoch 0. Diese Koeffizienten sind alle elementare Funktionen und die Funktion, um die es hier geht, dritte Wurzel aus x² minus 1, ist eine Lösung dieser Polynomgleichung groß f von y gleich 0. Darum ist sie nach unserer Definition eine elementare Funktion. So war dieser komische Rekursionsschritt gemeint. Während auf der vorletzten Folie ganz allgemein irgendwelche Exponentialfunktionen und irgendwelche Logarithmen vorkamen, haben wir ja jetzt nur noch die natürliche Exponentialfunktion und den natürlichen Logarithmus zugelassen. Trotzdem sind nach wie vor auch allgemeine Exponentialfunktionen und Logarithmen im Spiel. Vielleicht auch hier mal kurz das Video anhalten und überlegen, warum das so ist.
Da ist die Antwort ganz einfach. Man kann das zurückführen auf die natürlichen Funktionen, indem man einfach einen Faktor hinzunimmt. Und das Hinzunehmen eines Faktors ist ja kein Problem, weil das heißt, wir würden einfach mit einer konstanten Funktion multiplizieren. Die nächste Frage ist auch eine, über die man vielleicht mal kurz selbst nachdenken sollte. Wieso sind die trigonometrischen Funktionen noch dabei? Die tauchten ja nun wirklich überhaupt nicht in der Liste auf. Und die Antwort ist, deswegen haben wir die komplexen Zahlen hinzugenommen, weil wir nämlich dann mit Hilfe der Eulerschen Formel Cosinus und Sinus über die Exponentialfunktion darstellen können. Und wenn wir die beiden haben, können wir den Tangens einfach als Quotienten von Sinus und Cosinus darstellen. Und die letzte Sache, die ist vielleicht nicht so gut bekannt, das gilt auch für die Umkehrfunktionen. Wenn man die trigonometrischen Funktionen mit Hilfe der Exponentialfunktion darstellt, dann kann man durch entsprechendes Umformen auch die Umkehrfunktionen mit Hilfe von Exponentialfunktion und Logarithmus darstellen. Hier zum Beispiel, wie man den Arkosinus darstellen würde mit Hilfe des komplexen Logarithmus. Also, wir haben all die Funktionen, die wir ursprünglich vorgesehen hatten, als elementare Funktionen immer noch. Wir haben aber jetzt eine im gewissen Sinne sauberere Methode, sie zu konstruieren. Und jetzt soll es darum gehen, zu beweisen, dass man die Stammfunktion zum Beispiel von der Gauss-Kurve nicht als elementare Funktion darstellen kann. Wir werden uns die im gewissen Sinne moderne Version des Satzes von Liouville anschauen. Dazu kurz ein paar historische Anmerkungen. Die Theorie, die durch Liouville in Gang gebracht wurde, war erstmal 100 Jahre ungefähr im Dornröschenschlaf, bis sie dann 1948 wieder aufgegriffen wurde. Und im Wesentlichen waren drei Personen daran beteiligt. Der erste war der Amerikaner Joseph Ritt, der aus dem einen Satz von Liouville eine ganze Theorie gemacht hat. Dann war noch beteiligt ein russischstämmiger Schweizer namens Alexander Ostrowski, der die Ergebnisse von Liouville verallgemeinert hat. Und schließlich wieder ein Amerikaner, Maxwell Rosenlicht, der dann eine rein algebraische Theorie aus dem Ganzen gemacht hat. Das ist jetzt meine vereinfachte Darstellung, ohne jetzt im Detail darauf einzugehen, was diese Protagonisten genau gemacht haben. Der vierte, der hier aufgeführt wird, der Amerikaner Robert Henry Risch, hat etwas gemacht, was insbesondere für die Computeralgebra wichtig ist. Er hat das, was seine Vorgänger gemacht haben, nochmal wesentlich erweitert und hat nicht nur wie vorher von bestimmten Dingen gezeigt, dass sie nicht gehen, sondern er hat einen Algorithmus entwickelt, mit dem man sich eine Funktion anschauen kann und eindeutig beantworten kann, ob man deren Stammfunktion elementar darstellen kann oder nicht. Und wenn es geht, kann sein Algorithmus diese Stammfunktion auch immer finden. Beispiel, etwas, was Sie sicherlich nicht von Hand ausrechnen möchten, dieses Integral hier, das ist elementar integrierbar. Darunter steht ja schon die Lösung hingeschrieben als elementare Funktion mit dem Algorithmus von Risch. Kann man einen Computer dieses Integral bearbeiten lassen und der wird sagen, erstens, ja, man kann das elementar integrieren und zweitens wird er Ihnen diese Antwort geben. Es gibt unter Mathematikern immer noch die Sichtweise, dass Differenzieren, das habe ich ja auch schon erwähnt, ein eigentlich ganz simpler mechanischer Vorgang ist, während Integrieren eine Art Kunst ist. Das haben auch Generationen von Mathematikstudenten am eigenen Leib erlebt, wenn sie in einer Klausur eine Aufgabe bekommen, die Stammfunktion einer vorgegebenen Funktion zu finden, dann kann das beliebig schwer werden. Sie müssen da sehr kreativ rangehen. Es gibt viele Möglichkeiten, die man ausprobieren kann. Bei keiner kann man sich sicher sein, ob sie zum Erfolg führt. Häufig muss man irgendwelche abstrusen Umformungen machen, auf die man nur mit sehr viel Erfahrung oder Glück kommt und so weiter. Darum, wie gesagt, diese Sichtweise integrieren ist eine Kunst. Rein technisch gesehen ist es das seit 1968 nicht mehr, weil es ja diesen Risch-Algorithmus gibt, der die Frage komplett beantwortet. Allerdings ist der, wenn Sie so wollen, für Menschen nicht anwendbar, weil er viel zu umfangreich und zu kompliziert ist. Er ist für Computer gedacht. Und selbst für Computer, beziehungsweise für die Programmierer dieser Computer, ist der Algorithmus so kompliziert, dass er bisher in den wenigsten Computeralgebra-Systemen komplett umgesetzt wurde. Um mal ein ganz konkretes Beispiel zu nehmen, wenn Sie dieses Integral hier unten bei einem der Platzhirsche, nämlich Maple und Mathematica, eingeben, die ja auch ordentlich Geld kosten, dann werden die die Lösung, so wie sie hier steht, nicht hinschreiben. Die werden Ihnen zwar eine Lösung geben,
Aber in der Lösung werden sogenannte spezielle Funktionen vorkommen, die selbst wiederum über Integrale definiert sind. Darum ist das ein bisschen unbefriedigend. Lediglich das quelloffene und in Lisp beschriebene Computeralgebra-System Axiom enthält eine komplette Umsetzung des Risch-Algorithmus und das liefert Ihnen tatsächlich die Lösung, die hier unten steht. Wenn Sie Lust haben, können Sie das ja mal selbst ausprobieren. Axiom ist nicht nur quelloffen, sondern auch kostenlos. Das können Sie auf Ihrem Rechner zu Hause einfach mal installieren. Wir wollen uns jetzt mal anschauen, wie denn die Theorie aussieht, mit der man im Endeffekt beweist, dass man bestimmte Funktionen nicht elementar integrieren kann. Das, was man dann da macht, ist etwas, was nicht so unglaublich schwer ist. Ich denke, jemand, der Mathematik im zweiten oder dritten Semester studiert, müsste das verstehen können. Allerdings wäre der Beweis zu umfangreich für ein Video dieser Art. Was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte die wesentlichen Begriffsbildungen vorführen, damit man ein Gefühl dafür bekommt, was man da eigentlich tut. Und ganz zum Schluss werde ich eine ganz, ganz grobe Skizze des Beweises präsentieren. Das ist aber weit davon entfernt, ein wirklicher Beweis zu sein. Als Zielgruppe würde ich sagen, sind am besten Zuseher geeignet, die schon mal so ein bisschen was von Algebra gehört haben, vielleicht wissen, was ein Körper ist. Idealerweise haben Sie sich schon ein bisschen mit Galois-Theorie beschäftigt. Ich hoffe aber, dass auch andere, die noch nicht so viel Erfahrung mit diesen Begriffen haben, etwas mitbekommen davon, was hier getan wird. Nichtsdestotrotz, auf den nächsten Folien werden wir in erster Linie abstrakte mathematische Definitionen sehen, weil das Ganze eine abstrakte algebraische Theorie ist. Ich gehe davon aus, dass Sie wissen, was ein Körper ist, und ich denke, intuitiv ist auch klar, was ein Teilkörper ist. Sie haben einen Körper K und dann haben Sie eine Teilmenge dieses Körpers, nennen wir sie K0. Und es ist so, dass in dieser Teilmenge die beiden wesentlichen Zahlen 0 und 1 enthalten sind. Und wenn Sie sich zwei Elemente aus der Teilmenge nehmen und die addieren oder multiplizieren, dann kommt wieder ein Element aus dieser Teilmenge raus. Und das gilt auch für die Inversen. Die sind dann auch jeweils in der Teilmenge schon drin. Dann spricht man von einem Teilkörper oder Unterkörper. Und das ist die gleiche Idee wie Untergruppe oder Untervektorraum, wenn Sie damit vertrauter sind. Wenn man so ein Paar hat aus Körper und Teilkörper, dann spricht man auch von einer Körpererweiterung. Und manchmal nennt man auch einfach den großen Körper K eine Körpererweiterung des kleinen Körpers K0. Beispiele: Der Körper der reellen Zahlen ist eine Körpererweiterung des Körpers der rationalen Zahlen. Das heißt also zum Beispiel, wenn Sie zwei rationale Zahlen multiplizieren, kommt wieder eine rationale Zahl raus. Wenn Sie zwei rationale Zahlen addieren, kommt wieder eine rationale Zahl raus und so weiter. Entsprechend ist der Körper der komplexen Zahlen eine Körpererweiterung der reellen Zahlen. Und natürlich, obwohl es jetzt hier nicht steht, ist der Körper der komplexen Zahlen auch eine Körpererweiterung des Körpers der rationalen Zahlen. Letztes Beispiel: Sollten Sie das Video über Galois-Körper gesehen haben, der Galois-Körper mit 8 Elementen ist zum Beispiel eine Körpererweiterung von Z2. Wenn Sie das Video nicht gesehen haben, vergessen Sie einfach, was ich eben gesagt habe. Wie kriegt man überhaupt neue Körper, wenn man schon einen hat? Also wie erweitert man Körper? Eine häufig verwendete Methode ist die der sogenannten Adjunktion. Damit meint man das Hinzufügen von Elementen, die vorher nicht da waren. Wir haben einen Körper K und wir haben etwas, das nenne ich hier x, das wir gern dazu packen würden. Dann machen wir das Folgende. Wir bilden rein formal alle Polynome, die man bilden kann mit Koeffizienten aus dem Körper, und dieses neue Element x wird unsere Variable. Und dann bilden wir auch wiederum rein formal alle Quotienten aus diesen Polynomen. Was wir jetzt noch brauchen, wir haben auf jeden Fall schon mal eine wesentlich größere Menge als vorher, sind Rechenoperationen. Die ergeben sich aber quasi von selbst. Sie müssen im Prinzip die Rechenoperationen für Plus und Mal nur so hinschreiben, wie Sie mit Polynomen auch rechnen würden. Ich will da jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Und dann haben Sie einen neuen Körper, der viel größer ist, und insbesondere ist unser ursprüngliches K eine Teilmenge davon, denn die simpelsten Brüche, die hier stehen, die, wo im Nenner nur 1 steht und im Zähler nur eine Konstante, ein konstantes Polynom, sind per Identifikation unsere alten Körperelemente wieder. Also das ist eine Möglichkeit, Adjunktion, eine Körpererweiterung zu bauen, indem man zu einem vorhandenen Körper einfach was dazu packt. Da kann man nun wieder zwei Fälle unterscheiden. Der im Allgemeinen einfachere Fall ist der sogenannte algebraische Fall, eine algebraische Körpererweiterung.
Da ist es nämlich so, dass man diesem neuen Element, was man hinzufügt, bestimmte Eigenschaften unterstellt. Konkret sagt man, dieses Element erfüllt eine bestimmte Polynomgleichung, die man mit Koeffizienten aus K hinschreiben kann. Das kann man vielleicht am besten an einem Beispiel erklären. Ich füge zu Q, dem Körper der rationalen Zahlen, das Element Wurzel aus 2 hinzu. Das wäre mein x oben. Und ich könnte das jetzt auch x nennen, ich habe es aber gleich schon mal ganz suggestiv Wurzel aus 2 genannt. Damit ist gemeint, dieses Ding soll nicht nur einfach irgendein x sein, sondern es soll die Polynomialgleichung x² minus 2 gleich 0 erfüllen. Jetzt müssten Sie eigentlich den so entstandenen adjungierten Körper so hinschreiben wie da oben, k Klammer auf x Klammer zu. Aber wenn Sie ausnutzen, dass überall, wo sowas wie x² minus 2 steht, Sie 0 hinschreiben können, dann werden die Terme viel einfacher und Sie bekommen so etwas wie da unten. Einfach nur a plus b mal Wurzel 2 für a b aus q. Das heißt, die algebraischen Körpererweiterungen sind im gewissen Sinne die einfacheren. Die anderen, die nicht so aussehen, nennt man dann die transzendenten Körpererweiterungen und die sehen tatsächlich so aus wie ganz oben unser k von x. Diese Dinger kann man, und das werden wir auch tun, sich vorstellen als Mengen von rationalen Funktionen. So steht es ja auch schon da. Rationale Funktionen zur Erinnerung sind Funktionen, bei denen in Zähler und Nenner jeweils ein Polynom steht. Jetzt kommt eine geniale Idee der Algebraisierung dieser Fragestellung. Wenn Sie irgendeinen Körper haben und Sie haben eine Abbildung dieses Körpers in sich selbst, die ich hier klein d genannt habe, die zwei ganz einfache Regeln erfüllt, die hier stehen, dann nennt man diese Abbildung eine Ableitung. Wenn Sie sich diese Regeln genau anschauen, werden Sie sehen, das sind zwei von den Ableitungsregeln, die man so lernt, wenn man sich mit Differentialrechnung beschäftigt. Die erste ist eine von den beiden Regeln, die besagt, dass Ableitungen linear sind. Und die zweite ist die sogenannte Produktregel oder manchmal auch Leibniz-Regel genannt. Der Witz an der ganzen Sache ist, das, was hier steht, ist eine rein algebraische Definition. Das hat nichts mit der Ableitung zu tun, die Sie kennen, außer dass man denselben Namen benutzt. Und der zweite Witz, und das ist eigentlich noch wichtiger, das, was hier steht, ist alles, was man über Ableitungen wissen muss, um zu den Ergebnissen zu kommen, die wir nachher brauchen. Wir werden dann später, das macht man in der Theorie im Allgemeinen so, statt d von a einfach a' schreiben, damit es auch so aussieht wie die normale Ableitung, die man aus der Analysis kennt. Und wenn man einen Körper hat, zusammen mit so einer Ableitung, dann nennt man das einen differentiellen Körper. Das liegt ja auch irgendwie nahe. Und gleich noch ein Begriff. Die Elemente in dem Körper, deren Ableitung 0 ist, die werden Konstanten genannt. Auch der Name liegt nahe, weil in der Funktionsmenge, die uns eigentlich interessiert, ist es auch so, dass die Funktionen, deren Ableitung 0 sind, genau die Konstantenfunktionen sind. Diese Folie ist eigentlich mehr oder weniger als Übungsaufgabe gedacht. Wenn Sie sich mit dieser Sache näher beschäftigen wollen und schon etwas mathematische Erfahrung haben, ich habe hier mal ein paar Eigenschaften der Ableitung hingeschrieben. All das, was hier steht, folgt ausschließlich aus den beiden Eigenschaften auf der letzten Folie. Das heißt, das, was hier steht, sind nicht etwa die Ableitungsregeln, die Sie aus der Schule oder aus der Hochschule kennen, sondern das sind Regeln, die man logisch aus dem, was auf der letzten Seite stand, folgern kann, ohne etwas anderes über Differential- und Integralrechnung wissen zu müssen. Wenn Sie wollen, probieren Sie mal selbst raus, ob Sie auf diese Regeln kommen und ob Sie begründen können, warum die aus den beiden Eigenschaften auf der letzten Folie folgen. So, jetzt noch eine zweite geschickte algebraische Abstraktion. Ich habe zwei Elemente eines differentiellen Körpers, a und b. Und wenn ich die Eigenschaft habe, dass die Ableitung von b dasselbe ist wie die Ableitung von a geteilt durch a, dann nennt man b einen Logarithmus von a und a nennt man ein Exponential von b. Das ist auch wieder ein sehr cleverer algebraischer Kunstgriff, weil das auch erstmal nichts mit den Logarithmen und Exponentialfunktionen zu tun hat, die wir kennen. Wir reduzieren die Eigenschaft, ein Logarithmus zu sein, darauf, dass Logarithmen eine bestimmte Ableitungseigenschaft haben, die einfach aus der Kettenregel folgt. Und das gleiche gilt umgekehrt für die Exponentialfunktion. Wenn also a eine Funktion ist, die Sie kennen, und Sie nehmen von a den Logarithmus und das leiten Sie dann ab, dann folgt nach der Kettenregel, dass die Ableitung a' durch a ist. Darum ist es sinnvoll zu sagen, dass das Ding ein Logarithmus von a ist. So ist das hier gemeint, aber das ist, genau wie das auf der letzten Folie, eine rein algebraische Definition, die nichts mit Differential- und Integralrechnung zu tun hat. Wir hatten schon gesagt, was eine Körpererweiterung ist.
Wenn der Körper, den wir erweitern, ein differenzieller Körper ist, der also eine Ableitung hat, und der größere Körper auch ein differenzieller Körper ist, und die uns noch den Gefallen tun, dass die Ableitungen auf ihrer Schnittmenge übereinstimmen, dann spricht man von einer differenziellen Körpererweiterung. Das heißt, wir haben den Körper nicht nur größer gemacht, sondern wir haben dafür gesorgt, dass die Ableitung auf dem größeren Körper sich mit der ursprünglichen Ableitung verträgt. Und die letzte Definition für heute: Wenn ich eine Körpererweiterung habe, die auf eine bestimmte konstruktive Art und Weise entstanden ist, dann spreche ich von einer elementaren Körpererweiterung. Und zwar ist das so gemeint: Sie fangen an mit K, mit dem kleinen Körper, und fügen Schritt für Schritt n Elemente hinzu, die ich hier T1 bis Tn genannt habe. Also erst fügt man T1 hinzu, dann fügt man zu dem so entstandenen Körper T2 hinzu, dann fügt man zu dem so entstandenen Körper T3 hinzu und so weiter. Und die Regel ist, Sie dürfen nicht irgendwas hinzufügen, sondern entweder erster Bullet Point muss das, was Sie hinzufügen, über dem, was Sie schon haben, algebraisch sein, oder zweiter Bullet Point, das, was Sie hinzufügen, muss ein Logarithmus oder ein Exponential im algebraischen Sinne, siehe oben, eines Elementes von dem Körper sein, den Sie vorher erzeugt haben. Wenn Sie das so machen, dann nennt man das, was im Endeffekt dabei rauskommt, eine elementare Körpererweiterung. Der Sinn dieser Definition ist, dass man damit algebraisch erfasst hat, was man mit elementare Funktionen meint, und zwar in einem sehr allgemeinen und abstrakten Sinn. Das schauen wir jetzt mal uns für unsere konkrete Fragestellung an. Also, was bedeutet das, was wir auf der vorherigen Folie definiert haben, für unsere ursprüngliche Frage? Wir fangen an mit dem Körper Cx, das ist der Körper aller rationalen Funktionen mit komplexen Koeffizienten. Also, das ist der Körper, der besteht aus Brüchen, bei denen in Zähler und Nenner Polynome stehen und die Koeffizienten dieser Polynome sind komplexe Zahlen. Das ist das, was man bekommt, wenn man zu der Menge der komplexen Zahlen eine unbekannte x hinzunimmt und dann adjungiert. Darauf betrachten wir die übliche Ableitung, die wir aus der Analysis kennen. Die erfüllt die Bedingungen, die wir an einen differenziellen Körper gestellt haben, also haben wir es mit einem differenziellen Körper zu tun. Anmerkung: Das ist natürlich wichtig, dass man bei diesem Abstraktionsschritt sich klar macht, der Körper, über den wir jetzt reden, ist nicht ein Körper von Zahlen, wie wir uns das typischerweise vorstellen, sondern ein Körper, der aus Funktionen besteht. Wir stellen uns diese rationalen Ausdrücke als Funktionen vor. Jetzt können wir, nach dem, was da steht, um eine elementare Körpererweiterung zu erhalten, eine weitere Funktion hinzunehmen. Zum Beispiel den Logarithmus von x² plus 1. x² plus 1 ist etwas, was schon in unserem Körper drin ist, der Logarithmus davon aber nicht. Und wenn wir das adjungieren, dann erhalten wir eine Körpererweiterung, in diesem Fall eine Transzendente, das spielt jetzt aber nicht so eine Rolle. Und da diese Funktion sich nun wie ein Logarithmus von x² plus 1 im Sinne der algebraischen Definition verhält, handelt es sich tatsächlich um eine elementare Körpererweiterung. So ist das gemeint. Und das Ganze ist halt so gebaut, dass, wenn wir uns schrittweise nach diesen Regeln neue Funktionen hinzuadjungieren, wir immer wieder auf elementare Funktionen kommen. Also man kann die Bedeutung dieser Definition folgendermaßen zusammenfassen: Jede elementare Funktion im klassischen Sinne, so wie wir es ein paar Folien vorher definiert hatten, liegt in einer elementaren Körpererweiterung von Cx im algebraischen Sinn. Das heißt, wir können das, was wir ausdrücken wollen, jetzt komplett algebraisch ausdrücken. Und dann sieht der Satz von Liouville, um den es eigentlich geht, folgendermaßen aus. Ich will den jetzt nicht vorlesen, sondern ich will eher versuchen zu erklären, was er aussagt. Das ist jetzt, wie die Überschrift sagt, die moderne Version des Satzes, die nicht nur auf Liouville beruht, sondern auf den Weiterführungen der Mathematiker, die vorhin genannt wurden. Der Satz von Liouville in dieser Form besagt: Wenn ich eine Funktion Alpha habe, die eine Stammfunktion hat, die hier Y heißt, dann ist das nur dann möglich, wenn Alpha eine bestimmte Form hat, und die Form steht hier. Also da steht, es ist nicht möglich, dass irgendeine Funktion eine Stammfunktion in einer elementaren Körpererweiterung hat, sondern nur Funktionen, die so aussehen wie hier, haben solche Stammfunktionen. Das ist die ganz wesentliche Aussage. Damit hat Liouville schon mal sehr stark eingeschränkt, welche Funktionen denn überhaupt elementare Stammfunktionen haben können. Damit ist man noch nicht fertig, werden wir gleich sehen, aber zumindest
ist das schon mal der entscheidende Schritt in die richtige Richtung. Nachdem ich das eingeschränkt habe, muss ich mir jetzt meine konkreten Beispiele anschauen, zum Beispiel die Gauss-Kurve, und überprüfen, ob die so aussehen können, wie es hier steht. Zwei kleine Anmerkungen noch zu diesem Satz, falls Sie durch die Begriffe so ein bisschen beunruhigt sind. Einmal kommt davor, der Körper muss die Charakteristik 0 haben. Das bedeutet, das ist ein Begriff aus der Algebra, dass es nicht passieren darf, dass ich sowas ausrechne wie 1 plus 1 oder 1 plus 1 plus 1 oder 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 und da kommt auf einmal 0 raus. Das kann Ihnen passieren in einem Körper wie Z2 oder Z5, aber es passiert nicht in dem Körper, der uns interessiert, über den komplexen Zahlen. Darum ist diese Voraussetzung für den Satz zwar wichtig, für uns aber nicht. Und die zweite Voraussetzung, die hier auch auftaucht, ist, dass der Grundkörper und die elementare Körpererweiterung dieselben Konstanten haben müssen. Das heißt, durch das Hinzufügen neuer Elemente dürfen nicht neue Konstanten hinzukommen. Das ist auch für uns überhaupt kein Problem, denn wir wissen ja, die einzigen Konstantenfunktionen, die es in der klassischen Analysis gibt, sind rationale Funktionen. Andere gibt es da nicht. Also über diese Voraussetzungen, die hier stehen, müssen wir uns keine Sorgen machen. Für uns gilt dieser Satz. Wie sieht das nun aus, wenn man diesen abstrakten algebraischen Satz auf unser ursprüngliches Problem mit der Gauss-Funktion anwendet? Ganz, ganz grober Überblick darüber, was noch zu tun ist. Das reicht natürlich nicht, um das selbst nachzuvollziehen. Da müssten Sie sich ein Buch oder einen Artikel besorgen. Aber ich wiederhole nochmal, ich denke, jemand, der Mathematik im dritten oder vierten Semester hat, sollte das verstehen können. Es ist nicht so wahnsinnig viel Zauberei dabei. Also der Ansatz ist folgender. Das, was auf der letzten Seite Alpha hieß, ist jetzt unsere Gauss-Funktion, e hoch minus x Quadrat. Man kann sich überlegen, und das braucht man auch für den Rest des Beweises, dass diese Funktion nicht algebraisch über cx ist. Und der Körper, der auf der letzten Folie k hieß, wäre dann also in diesem Fall cx, woran noch Alpha adjungiert wird. Und der Satz, den wir auf der letzten Folie hatten, der besagt nun, wenn Alpha eine elementare Stammfunktion hat, und wir glauben das ja nicht, dann muss Alpha so aussehen wie hier. Und wir können jetzt auch ein bisschen konkreter sagen, welche Bedeutung die Buchstaben rechts haben. Die CI sind alle komplexe Zahlen und die anderen Buchstaben V und die UI stehen für Funktionen aus diesem Körper K. Und jetzt müssen Sie sich als letzten Schritt noch überlegen, warum man unsere Funktion Alpha nicht so darstellen kann. Es wäre ja immerhin möglich, dass es verschiedene Arten und Weisen gibt, Alpha hinzuschreiben. Und man muss begründen, so wie es hier steht, geht es aber nicht. Das will ich jetzt nicht machen. Ich habe hier nochmal aufgeschrieben, wie die Argumentationslinie ungefähr aussieht, aber ich sagte ja schon, das ist nicht das eigentliche Thema dieses Videos. Im Endeffekt kommt jedenfalls raus, das war ja der Sinn der ganzen Sache, man hat bewiesen, dass die Funktion, mit der wir angefangen haben, in diesem Video, die Gauss-Kurve, keine elementare Stammfunktion hat. Also dieses Integral, was hier steht, lässt sich nicht als elementare Funktion hinschreiben. Aber, kleine Pointe, wir wissen ja schon, das haben wir in der Vorlesung schon mal gemacht, dass man dieses Integral als Potenzreihe hinschreiben kann. Damit kommen wir im Prinzip wieder zu der historischen Begründung vom Anfang zurück, als ich gesagt habe, manche Funktionen nimmt man dazu und manche nicht. Die Exponentialfunktion zum Beispiel lässt sich auch nicht anders hinschreiben als unendliche Potenzreihe. Und die lässt man zu, das ist eine elementare Funktion. Diese Reihe aber, die hier auf dieser Folie steht, lässt man nicht zu. Das ist also schon eine relativ willkürliche Einteilung. Wenn man sagt, dass die Gauss-Funktion nicht elementar integrierbar ist, dann meint man, sie lässt sich halt mit bestimmten historisch wichtigen Funktionen nicht darstellen. Aber sie lässt sich schon darstellen, zum Beispiel durch diese Potenzreihe, die hier steht. Zum Abschluss nochmal ein ganzer Strauß von Funktionen, die alle nicht elementar integrierbar sind. Für jede von diesen Funktionen kann man das mit Methoden zeigen, die wir eben gesehen haben. Bei jeder Funktion muss man ein bisschen Zusatzarbeit reinstecken. Der Satz von Liouville funktioniert leider nicht so, dass er wie eine Fabrik uns Funktionen rausschmeißt, die nicht elementar integrierbar sind, sondern man muss jeweils mit unterschiedlichen Methoden noch etwas Zusatzarbeit leisten, um dann wirklich zu zeigen, das Ding ist nicht elementar integrierbar. Außerdem, Vorsicht, dass eine Funktion so ähnlich aussieht wie etwas, das hier steht, heißt noch lange nicht, dass es nicht elementar integrierbar ist. Ich zeige Ihnen mal ein paar Beispiele. Ganz links unten steht die Wurzel aus Cosinus x. Wenn Sie stattdessen die Wurzel aus Tangens x hinschreiben, dann ist das elementar integrierbar. Oben links stand ein Ausdruck, in dem die sechste Wurzel vorkam. Nehmen Sie stattdessen die siebte Wurzel, dann ist es elementar integrierbar.
Unten rechts wurde der Logarithmus durch x minus 1 geteilt. Wenn Sie stattdessen durch x teilen, dann ist es elementar integrierbar. Und noch zwei besonders hübsche zum Ende. In der Mitte stehen die beiden Funktionen x hoch x und x hoch x mal Logarithmus x. Beide sind nicht elementar integrierbar. Die Summe dieser beiden Funktionen, obwohl sie komplizierter aussieht, ist aber elementar integrierbar. Das letzte, wenn Sie mal ganz oben hinschauen, ist dieser Ausdruck mit der dicken Wurzel im Nenner. Der kommt Ihnen vielleicht bekannt vor. Wenn da hinten 72 steht, dann ist das Ding nicht elementar integrierbar. Wenn da hinten 71 steht, dann ist es elementar integrierbar. Und das ist die Funktion, die wir vorhin gesehen haben, als Beispiel dafür, was man mit Axiomen machen kann und mit Mathematica zum Beispiel nicht.